Hallo liebe PC Games Hardware Leserinnen und Leser und liebe Forenmitglieder, heute zu einem Netzteiltest, das Netzteil, was ihr hier vor euch seht. Erstmal einen herzlichen Dank an die PC Games Hardware Redaktion, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Netzteil zu testen. Außerdem natürlich einen herzlichen Dank an Corsair, die mir dieses Testsample zur Verfügung stellen. Ja, was sehen wir hier vor uns? Wir haben hier das Corsair CS550M. Ja, die CS-Serie ist dadurch bekannt, dass sie die Low-Budget-PCs bzw. die Mittelklasse-PCs effizient bedient. Außerdem geht das natürlich hoch bis in den Low-End-Bereich. Ja, das Netzteil ist 80 plus Gold zertifiziert. Außerdem ist es dadurch ausgezeichnet, einen sehr leisen Betrieb zu haben. Ja, in der CS-Serie haben wir noch Netzteile mit 450, 550 Watt, 650, 750 und maximal 850 Watt. So, die Verpackung noch ungeöffnet. Ich sehe sie tatsächlich jetzt zum zweiten Mal. Einmal habe ich sie mir angeguckt. Hinten sehen wir einige nützliche Informationen, wenn ich das mal in die Kamera halte. Da sehen wir den Energieeffizienzlevel, wie viel Systemload er anfängt mit dem Lüfter zu drehen. Hier können wir schön sehen, er soll bei 8 Dezibel laufen, bis zu 40%. Ab da geht die Kurve langsam hoch, aber maximal nicht mehr als 20 Dezibel laut sein. Ja, mal gucken, wie sich das im Test macht. Wir haben hier allerlei Anschlüsse für die modernen PCs. Und gucken wir einfach mal rein. So, ich rutsche mal hier in die Seite. Was sehen wir hier? Garantiekarte, Sicherheitsanweisung. Hier haben wir das Kaltgerätekabel. Außerdem Kabelbinder sowie 4 Schrauben hinten für das Gehäuse. Dann kommen wir an das Eingemachte. Hier haben wir schon mal einen ganzen Haufen Kabel. So, und dann haben wir hier das Herzstück natürlich. Und das Feuchtigkeitsabsorption unwichtig. Ja, hier befindet sich das Schmuckstück drin. Wir haben hier Low-Profile-Kabel, das heißt, die sind so dünn wie möglich gehalten, um die gut möglichst im Gehäuse zu verteilen. Außerdem besitzt dieses Netzteil einen 120 mm Lüfter, der laut Internetseite ein gesleeftes Lager hat. Eine Nenntemperatur, so steht es da, im Dauerbetrieb hat das Netzteil von 40 Grad. Das heißt, selbst bei Volllast sollte es nicht lauter werden. So, machen wir das ganze Schmuckstück mal auf. Da sehen wir schon, das wird wahrscheinlich das ATX-Kabel sein, genau. Und da haben wir das gute Schmuckstück. Fühlt sich super an. Hat ganz moderate Maße. Es gibt ja auch Netzteile, die hier deutlich noch breiter sind. In einem schönen Schwarz gehalten. Hier sieht man die Spulen noch. Hier haben wir den Ein-Ausschalter. Hier kommt natürlich das Stromkabel rein. Hier sehen wir nochmal den Lüfter. Haben hier eine Folie auf dem Corsair-Zeichen. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und hier hinten haben wir dann die Anschlüsse. Hier haben wir natürlich einmal, ich mache das hier einmal auf, das 24-Pin ATX Stromkabel, das natürlich etwas dicker gehalten ist. Natürlich, wir haben ja hier auch ordentlich Stecker. Das Ganze ist gesleeved, fühlt sich gut an. Die Länge werde ich dann im Test sagen, beziehungsweise werde ich in dem Testartikel noch schreiben. Außerdem werden da weitere Informationen stehen. So, hier haben wir ein zweiteilig aufgeteiltes 8-Pin Stromkabel für die CPU. Und hier unten haben wir dann die modularen Anschlüsse, mit denen wir dann unsere Peripherie anschließen können. Da haben wir dann hier, ich halte das mal besser in die Kamera, Peripherie und SATA-Anschlüsse. Und hier haben wir dann 6 plus 2 PCI Express-Anschluss sowie 4 plus 4 CPU. Wobei ich glaube, das ist eigentlich der hier. Aber gucken wir uns einfach die beigefügten Kabel an. Ja, was gibt es noch zu sagen? Alle Informationen werden natürlich noch in der Bild,
oder Videobeschreibung stehen. Da findet ihr auch den Link auf die Herstellerseite, wo alle Informationen noch einmal zusammengetragen sind. Außerdem habt ihr dann einen Link zu der Test-Review-Seite im PC Games Hardware Extrem Forum. So, packen wir das mal an die Seite. Das Kaltgerätekabel interessiert uns jetzt erstmal nicht. Ich denke mal, das ist so 1,5 bis 2 Meter lang, also der Durchschnitt. Kabelbinder sind etwa 10 Stück, denke ich mal. Die kann man dann, sind einigermaßen lang, nicht allzu lang, könnten vielleicht länger sein, reichen aber aus, um die Kabel bestmöglich im Gehäuse zu verstauen. So, weg damit. Dann machen wir das Eingemachte. Das schneide ich einmal kurz auf. So, und da fallen sie uns auch alle einmal entgegen. Wieder weg damit. So, da haben wir einmal, das sieht aus wie das PCI Express Kabel für die Grafikkarte oder andere Peripherie, wie zum Beispiel eine sehr stromhungrige Soundkarte. Jetzt kriege ich diesen wunderschönen Kabelbinder hier nicht ab, wie man das immer so kennt. Ich halte das mal aus der Kamera raus. So, geschafft. Hier sieht man einmal schön, was diese Low-Profile-Kabel eigentlich auszeichnet. Denn die sind wirklich dünn. Sonst kennt man das ja hier wie bei diesem ATX-Stromkabel. Die sind richtig fett und lassen sich nicht gut im Gehäuse verlegen. Das hat Corsair hier sehr schön gelöst, denn diese flachen Kabel passen hinter jede Gehäuserückwand und sollten keine Probleme verursachen. So, dann haben wir hier einmal den Anschluss, der dann in das Netzteil geht. Hier sehen wir, hier fehlt ein Pin. Ja, was das denn letztendlich ist, das kann ich auch nicht sagen. Da müsste ich einmal dann in die Anleitung respektive die Beschreibung im Internet gucken. Was wir hier aber ganz genau sehen, ist, dass das hier einmal das 6-Pin plus 2-Pin Kabel ist für den PCI Express Port und das Ganze zweimal. Was mir hier auffällt, wir haben hier zwei Anschlüsse an einem Kabel, was nicht empfehlenswert ist für Grafikkarten, die zum Beispiel 300 Watt brauchen. Bekannterweise sowas wie die AMD 280X oder die 7970. So, jetzt haben wir es. Denn die zieht bis zu 300 Watt. Das ist also nicht empfehlenswert, die an eine Stromschiene zu hängen. So, kommen wir zu den nächsten Kabeln. Da sehen wir hier einmal, das brauche ich gar nicht aufmachen, drei SATA-Anschlüsse, die wir dann hier einmal wieder an das Netzteil mit diesem Anschluss anschließen. Dann haben wir einmal ein 4-Pin-Molex-Kabel auf Floppy-Disk. Wer also noch ältere Floppy-Laufwerke zu eigen nimmt, der hat hiermit auch seinen Spaß. Dann haben wir hier noch zweimal SATA-Strom auf das Netzteil zum Anschließen. Also ich denke mal, wenn man nur zwei braucht, braucht man auch nur zwei, braucht man keine drei anschließen. Das findet nämlich nur unnötig Platz im Gehäuse. Was wir hier dann noch haben, ist der nächste Anschluss, nämlich auf 4-Pin Molex. Da haben wir drei Stück. Ich hoffe, ich habe es richtig in die Kamera gehalten. Genau, schließen wir hinten an und hier können wir weitere Peripherie ran tun, wie zum Beispiel ein altes Eide-Laufwerk oder aber Lüfter, die nicht über Lüftersteuerung angesprochen werden, sondern über einen 4-Pin-Molex-Anschluss. Da wird natürlich aber dann nur 2 Pins belegt. So, ich halte das Headset hier nochmal in die Kamera. Hier sehen wir nochmal die Anschlüsse. Ich werde eine kleine Pause machen, einmal alles anschließen und dann den Vollausbau nochmal zeigen. So, das Ganze habe ich jetzt einmal gemacht. Jetzt haben wir alle Kabel angeschlossen. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, super, jetzt ist mir natürlich einer rausgerutscht. Das nennt man den Vorführeffekt. Stecken wir den einmal wieder rein. So. Der Vorteil bei diesem modularen Netzteil ist natürlich, man braucht nur noch das anstecken, was man auch wirklich braucht. Das heißt, man spart Platz im Gehäuse, man hat keinen Kabelsalat. Und das ist natürlich eine super Sache. So, was wir hier sehen, wir haben hier oben einmal den SATA-Strom angeschlossen, der sich jetzt natürlich hier verheddert hat. Dort. Dann haben wir hier unten die 4-Pin-Molex-Anschlüsse mit dem Floppy-Adapter drauf.
Hier oben haben wir nochmal weitere SATA-Stecker angesteckt und hier unten haben wir den 8-Pin-Anschluss für PCI-Express-Karten oder Erweiterungssteckplätze dort unten. Ja, was fällt uns bei diesem Netzteil auf? Natürlich zuerst, wir haben hier ein modulares Netzteil, was in heutiger Zeit natürlich sehr vorteilhaft ist, da wir wirklich nur das anschließen, was wir auch wirklich brauchen. Außerdem, dieses Netzteil ist für aktuelle Intel Haswell CPUs ausgelegt, aktuell, so heißt es, in der vierten Generation, weil dort die Spannungswandler nicht auf dem Mainboard sitzen, sondern in der CPU integriert sind. Dafür ist dieses Netzteil also auch bestens vorbereitet. Ja, für uns PC-Spieler, ja, uns fällt erstmal das hier ins Auge. Wir sind dicke Grafikkarten gewöhnt. Wir möchten am besten Multi-GPU-Systeme haben und das Beste vom Besten besitzen. Ja, bei Multi-GPU-Systemen ist dieses Netzteil nicht zu empfehlen, denn wir haben hier, ja, tatsächlich nur ein Kabel, was sich dann in zwei aufteilt. Da sind Grafikkarten wie zum Beispiel zwei Titans oder eine 699 oder eine 799 von AMD nicht zu empfehlen, denn die brauchen weit mehr Strom, als dieses Netzteil über diese eine Schiene liefern kann. Ganz anders sieht es allerdings bei, ja, GPUs aus. Die verbrauchen 100 bis 150 Watt, alles im normalen Rahmen. Da ist dieses Netzteil wahrscheinlich sehr zu empfehlen. Das werden wir natürlich dann noch im Test weiter verfolgen, wie der Effizienzgrad ist. Etwas ganz anderes ist das aber, wenn wir eine Hochleistungs-CPU, die ziemlich viel Strom frisst, wie zum Beispiel AMDs aktuelle High-End-CPUs, wie eine 8350 oder 8370, die deutlich mehr Strom fressen, zusammen mit einem High-End, einer High-End-Grafikkarte zusammentun. Ich denke, da wird dieses Netzteil seinen Meister finden. Ich denke, so eine AMD-CPU zusammen mit einer High-End-Grafikkarte, die auch nochmal um die 300 Watt frisst, da wird dieses Netzteil, ja, an ihre Grenzen stoßen oder an seine Grenzen stoßen. Anders sieht es dann aus, wenn wir eine, ja, Intel-CPU nehmen, vom aktuellen Schlage mit zum Beispiel 84 Watt TDP. Dazu nehmen wir dann die aktuelle GTX 970, die auch so um die 150 Watt verbraucht. Ich denke, damit wird dieses Netzteil sehr gut klarkommen. Und ja, da wird man dann für die Anwender, die aufs Geld achten, ein sehr schönes Netzteil gefunden haben. Es kostet momentan, ja, um die 60 bis 70 Euro. UVP des Herstellers sind 99 US-Dollar, wen es interessiert. Ja, wie gesagt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung zum PC Games Hardware Extrem Forum, wo dann der Test komplett noch einmal drin ist. Ja, ich hoffe, das Netzteil hält, was es verspricht und vielleicht sogar noch mehr. Gucken wir mal, wir können uns ja hier nochmal die Verpackung angucken, die wenig spektakulär ist. So sieht die ganze aus. Einmal von da, dann hier einmal und interessant ist dann nur diese Rückseite, wo wir den Effizienzgrad sehen können. Ich kann hier auch mal ranzoomen. So, hier sehen wir nochmal die Lüftergeschwindigkeit und hier oben die Anschlüsse, die wir zur Verfügung haben. Auch nochmal einmal beschrieben mit Kabellänge, wen das interessiert, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Und hier unten sehen wir, mit wie viel Watt wir die einzelnen Schienen belasten können. 516 Watt für die 12 Volt Schiene ist schon mal eine Ansage. Hier fällt auch noch auf, wir haben eine 12 Volt Schiene bei High-End Netzteilen. Überhalb der 150 Euro Marke finden wir dann zwei 12 Volt Schienen, die dann entsprechend für High-End Grafikkarten ausgelegt sind, beziehungsweise den Multi-GPU-Betrieb erleichtern und ermöglichen. Ja, was ist noch zu sagen? Dieses Netzteil hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 99 US-Dollar. Ja, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch einen kleinen Einblick gegeben und alle weiteren Informationen findet ihr dann auf pcghx.de. Bis dahin!